Okay. Da ist aber auch so ein Vieh unter Wasser. Da haben wir einen Höhleneingang und hier ist noch ein Schneehaufen. Dürften dann sogar alle gewesen sein. Also mit dem dürften wir alle haben. Okay, hier sind noch ein paar hübsche Peachy. Ach, du schon wieder. Hi. Vergessen, wie du heißt. Oh, endlich kommt Hilfe. Der Monsterstamm in der Nähe hat ein, was, ein recht wertvolles Artefakt gestohlen. Du meinst diesen stinkenden alten Pott? Der ist so wertvoll wie Jokas alte Socken. Dieser Topf? Antik, nur damit du es weißt. Ey, hast du mich... Was, wie hast du mich genannt? Bitte, helf die... Was helft die Stammesmitglieder? Machen gerade Abendessen in ihren Häusern. Ihr müsst die Dächer einschlagen, damit wir entkommen können. Okay, Dr. Knochig, wir helfen dir. Wir helfen dir. Im Gegensatz zu dir liegt uns das Abenteuer im Blut. Ja, die hat kein Blut, ne? So, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Kollegen, die ja außen rumrennen. In der Hoffnung, hier gibt es ein paar lecker Schmetterlinge. Oder ihn wenigstens. Ja, erzählst du was, Kollege? Lecker Yucca-Suppe. So, wir müssen den aufs Dach springen. Hier ist noch, hier ist noch so ein blöder Schneemann. Dann haben wir auf jeden Fall alle. Grundgütiger, ohne meinen verlorenen Hut lassen die mich doch nie in den Bridge Club. Ja, so siehst du aus, Kollege. So, dann mal gucken. Huhu. Ach nein, ehrlich? Ja, shit. Und ich habe den Geist gehört. Ich glaube, das war der Geist. Ah, okay. Dadurch, dass wir da durchgegangen sind. Ja, hau ab. Yep. Und tschüssi. Wenn ihr die Augen so die Geräusche machen. Ach Mann. Also, sobald der anfängt sich zu drehen, Schaden macht. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Augen so. Wir müssen dann mal, wenn wir die Augen besiegt haben, mal gucken. Beziehungsweise mal hören. Ach nein, so eine blöde Blume. Blume sage ich, Biene ist das. Na komm, fahr deine blöden Stacheln ein. Hä? Hallo? Oh nein, jetzt haben wir nicht die Buggy. Prüfung, vielleicht taut sie ja nochmal auf. Shit. Was war das? Widerlich. Augen. Die nichts haben, wo sie reingehen können. Meins. Kann ich auch anklopfen? Nee. Hallo, blöde Biene. Komm, fahr deine blöden Stacheln ein. Ah, ja, ja, komm. Shit, der bewegt sich nicht, ne? Ah, okay, das hat schon gereicht. Wow, ihr habt die Häuser ja echt zerlegt. Davon wird der Stamm sich nie mehr erholen. So sieht es also aus, wenn eine Immobilienblase platzt. Oh Gott, bitte. Hier, eure Belohnung. Das Kaputtmachen hat schon gereicht, okay. Ich hatte jetzt schon Angst, wir müssen das normal machen, weil sich der... Hau ab. Blöde Vieh. Weil sich der... die eine Biene ja nicht mehr bewegt hier. Hallo. Ich mach mal einen Screenshot, das stelle ich mal ins Forum rein. Für die lieben Entwickler. Hab ich einen Screenshot gemacht? Kurz nachgucken. Oh Gott, was ist denn hier?
Achso, apropos, ich muss mal ganz, ganz fix was nachgucken. Ich hoffe, das Bier schmiert jetzt nicht. Ja, funktioniert alles, aber jetzt habe ich OBS nicht mehr. Ja. Verdammt. So. Ich habe nicht geholt, ob ich das Screenshot habe. Müssen anzeigen. Wenn er meine Maus sehen, wie ich hier suche. Ja, da muss ich Screenshot drin. So. Ja, komm, gib her, Eule. Hast du noch was zu erzählen? Super, dass ihr meinen Topf gerettet habt. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Keine Sorge. Alles wird gut. Ulele hier, ja. So. Das heißt, bis auf die blöden Schneemänner, auf die ich jetzt echt keinen Bock habe, ehrlich gesagt. Das machen wir andermal. Haben wir jetzt hier ja alles. Also zumindest alles, von dem ich weiß. Das heißt, wir könnten uns mal das nächste Gebiet anschauen gehen. Nee, wir haben gar nicht alles. Wir haben gar nicht alles. Wer erzählt denn so ein Quatsch? Nee, ach komm, ich war doch schneller. Ich war schneller. Komm, hau ab jetzt. Ich hasse diese Augen, ne? So, ja, da fällt mir gerade was ein. Geh weg. Geh weg. Fällt mir gerade was ein. Bevor. Ich wollte jetzt eigentlich hier unten im Tunnel schnell. Aber ich hatte doch hier was gehört. Ah, du bewegst dich wieder. Aber. Ist doch nicht mehr gut. Da hat er viel mehr Geräusche gemacht, ne? Dann sind das die blöden Augen. Manchmal diese Geräusche machen. Geh weg, Vieh. Ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nicht, wer du bist, aber geh weg. Da irgendwas? Hier ist Wand, ne? Geh gerade weg. Nein, falsche Taste. Ja, eins. Hi. Nein, falsche Taste. Gib her. Und jetzt hier lang. Dankeschön. So, mal gucken, was es hier noch schön ist. Es gibt auch nicht überall. Es hat überall was gestochen. Mückenarmee oder so. Hallo. Da ist der Letzte. Da ist der Letzte. Da ist der Letzte. Hallo. Lacht er uns aus? Okay, pass auf. Die Federn sind noch 100%. Oh, hier ist noch so ein Bein. Wie viele gibt's denn von euch? Oh, was hast du verloren? Ohne mein Hut fühle ich mich deutlich weniger männlich. Ja, du bist ein Schneemann. So, können wir den verarschen? Nein! Okay, können wir. Okay, wir rutschen auch so ganz schön. Ja! Ah, fehlt ja immer noch einer. Verdammt! Verdammt. Okay. Okay. Okay.
Okay, dann jetzt raus aus dieser. Ich dachte, ich habe noch einen Eingang gesehen. Alter. Ist das gewesen? Ich hab mal fett noch einen Weg entdeckt. Alter, diese blöden Schneemänner, ne? Die geben mir jetzt schon um Keks. Ich hab überhaupt keine Lust, das zu machen. Aber nerven tun sie mich jetzt schon. Ja, tschüss. Hey, hallo. Hey, hallo, hey, hallo. Hey, hallo. Hey, Party. Danke. So, haben wir in dem Level alles. Ja, wir haben über 200 Federn. Richtig geil. Zack. Ui, ich werde gleich mal eine ganz winzige Aufnahmepause machen. Und nur ein paar Minuten. Und ja, dann geht es gleich weiter. Genau, ich werde so lange Aufnahmepause machen, wie die genau, die erste Aufnahme von vorhin braucht zum Remuxen. Könnt ihr die gleich machen. Und dann mal ganz panisch nachschauen, wie es mit dem Speicherplatz aussieht. War nämlich echt nicht mehr viel. Aber ich arbeite schon dran. Speicherplatzvermehrung ist auch auf einem guten Weg. Ich habe mir da schon eine Lösung überlegt. Dann habe ich überhaupt keinen Speicherplatzmangel mehr. Dann geht es nämlich erstmal in einem 10 Terabyte Schritt nach vorne. So. Okay. Hier sollen wir scheinbar nicht hin. Ich dachte. Was ist denn das? Da hinten aufs Rohr. Okay, wir sollen scheinbar doch hierher. Das ist ja mal geil. Einfach mal durch Zufall fucking Peachy gefunden. So, ich habe gerade keine Zeit zum Lächeln. Was? Euch spielen zu sehen? Wie jetzt? Langweilig. Ah, lass mich hoch. Okay, wir müssen weiter hoch. Hier ist genug Platz. Gehen wir hier drauf oder gleich rüber? Da kommen wir noch nicht hoch. Kommen wir... auf den Kristallen rüber? Nee, aber da... auf nützen wir doch auch nicht. Ja, mal so umgucken. Und danach nirgends. Und da nach oben auf jeden Fall. Aber wie komme ich da drauf? Muss ich auf den Kristall? Wirkt fast so nicht. Okay, probier's. Ja! Peachy! Screenshot! Was, der letzte Scherge, den ihr erledigt habt, war der Angestellte des Monats, Februar. Der ist tief gefallen. Wieso? Kann ich jetzt nicht verstehen. Sehr geil. War einfach mal Peachy gefunden. Durch. Finde ich gut. Hey, warst du Angestellte Februar? Ja? Des Monats, ja, danke. Uah, ich bin Viecher. So. Ich kann doch nicht. Ich muss erstmal. Ja, komm, hopp. Hinten war nämlich ein Tor. Aber da geht's noch nicht weiter. Rennst du mir hinterher oder was? Warte, wo ihn an der Waffe? Ja, genau, blödes Ding. Ach so, hier sind wir ja. Was war denn da oben? Ach so, auf jeden Fall haben wir keine neue Fähigkeit. Ja, seitdem wir da oben waren. Das heißt, es bringt uns so gerade nicht viel, da nochmal hochzugehen. Hier unten hatte ich auch nichts gesehen.
der schmeckt ganz gut, hab ich gehört. Hier geht's wieder ins erste Level. Das bringt uns jetzt meines Erachtens so aber auch nicht. Gib mir das mal, danke schön. Weil wir keine neue Fähigkeit haben. Und im ersten Level, da war noch mit der Kamera. Genau, mit der Kamera auf jeden Fall. Da geht's. Level 3. Oh, hau ab. Hey, Kollegen. Müsst ihr mal aufräumen. Hab ich gehört. So, ich hau mal die Kollegen hier weg. Mach ich hier mal den ganz. Ach ja, genau. Ja, ist egal. Hauptsache weg. Boah, die sind echt übel nervig. Ja, das haben wir ja schon. Ja, das sind nur zwei Augen. Komm, hau ab. Wenn die zum Buchstaben werden. Na, weg so. Die alle dasselbe Bild. Mir sicher ist auch irgendwo noch was versteckt. Und hier ist so eine blöde Blume in der Mitte. Weiß aber nicht wo. Weiß einfach nicht wo. Oder dahinter vielleicht. Die Mucke ist geil. Und? So, aber wie gesagt, bevor wir da lang gehen, kurze Aufnahmepause. So, da sind wir auch schon wieder. Waren jetzt höchstens 5 Minuten. So, und ich befürchte, dass wenn ich hier durchgehe, wir wieder so ein scheiß Quiz machen müssen. Oh nein, Dr. Quack. Dann müssen wir so ein scheiß Quiz aufdrücken. Ab geht's. Die Bibliothek. Archiv. Da gibt es eine neue Fähigkeit von Tausos. Ganz viele Bücher mit Honigwaben hinten. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wieso die Entwickler so verpicht auf Honigwaben sind. Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären. Okay, hier geht es auf jeden Fall irgendwo hoch und rein. Hören wir zu Tausos. Der müsste uns ja jetzt eine Fähigkeit geben, mit der wir weiterkommen. Hey, hallo! Psst, ihr drüben! Hey, Tausos! Was kaust du da in der zwielichtigen Ecke? Ich habe ein weiteres Gratis-Manöver für euch. Aber das hier müsst ihr inoffiziell gehandhabt werden. Dieses nächsten Trick habe ich von einem weißen Großmeister gelernt. Aha. Wow, und das klingt beeindruckend. Worum geht es? Mit dieser althergebrachten Bumbeblasentechnik kann man die Kräfte des Ozeans meistern und unter Wasser gehen. Oh, bitte nicht, kein Wasserlevel, Alter. Endlich mal etwas Brauchbares. Und wie kriegen wir diese Kräfte in den Griff, Wurmjunge? Hole zuerst tief Luft. Wenn du dann unter Wasser bist, drückst du RT, um deinen Atem als Heißwasserblase rauszulassen. What? Will ich aber furzen? Geht. Yep. Gibt es eine gesellschaftlich weniger verpönte Methode, um unter Wasser zu gehen, Dorsa? Nein. Zumindest. Du kannst den neuen Trick in dem Aquarium dort drüben ausprobieren.
Was? Vergiss nicht, wenn du unter Wasser bist, drücke RT rechts. Der ist das. Um deinen Atem als Wasserblase rauszulassen. Oh. Oh nein. Ich will kein Unterwasserlevel. Bitte nee. Niemand mag Unterwasserlevel. Das Jetpacks and Butlers, okay. My way or the fly. Way, ja, genau. Okay, es ist also wie auf Eis laufen. Der Ecosystem? Nee. Okay, wir können alles genauso machen. Und wir können die Blase auch wieder wegmachen. Wenn ich hier rein bin, nee. Ja, wir können auch kleine Blasen. Okay. Ah, gut. Okay, das ist natürlich interessant. Wenn wir in eine Blase gehen, haben wir wieder frische Luft. Können alles genauso machen, okay. Trotzdem irgendwie doof. Will absolut kein Unterwasserlevel. Oh, und die Blase platzt irgendwann. Aber wir können einfach eine neue machen. Brauchen aber Energie dazu, okay. Na gut, na gut, na gut. Dann wollen wir das mal tun. Irgendwo ein Eingang, wo keine Waben davor sind. Überall war da ist ein Eingang. Ich bin bescheuert. Deshalb geht's ja bald gar nicht. Das bringt uns dahin. Ich gehe mal optimistischerweise nach oben. Bringt uns dahin. Gehen wir da rein. Das bringt uns hier hin. Und ein lecker Schmetterling. Ich gehe mal hier rein. Hä? Nein? Da war es im Weg. Und ich gehe mal an der Seite rein. Okay. Komisch, 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 komisch. Okay. Und da geht auch ein neuer Gang auf. Sehr geil. 1, 2, 2, 2, 1. Mein Essen. Na gut. Gibt es hier irgendwas? Warum können wir da nicht weitergehen? Die Bücher liegen irgendwie ein bisschen scheiße. Aber ist egal, wir haben den Patreon schon. So, gibt es ja noch irgendwo was? Ich sehe erstmal nichts. So, jetzt kommt 100% Scheiß-Quiz. Ich weiß es doch. Komm. Wir haben keine Abkürzung zum zweiten Level. Aber am ersten zum zweiten. Ah, die Abkürzung. Ah, ja, ich weiß, wo die Abkürzung ist. Das ist die blöde Gitter. Wasserwerk, was wir nicht aufgekriegt haben. Oh nein. Unterwasser-Scheiße. Sind die unter oder kaputt, ne? Ah, jetzt können wir die Viecher besiegen. Sehr geil. Ich will nicht unter Wasser spielen. Gib mir mal den Pitcher. Hier, 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 hier. Hier.
war easy. Das war mein Easy Page hier. Ja, komm hier nicht hoch. Ich will die Blase nicht kaputt machen. Ach komm schon. Ja, jetzt war sie echt kaputt gegangen. So, ich würde aber gerne mal rausfinden, wie wir die kaputt machen. So, auf jeden Fall nicht am Schirm. Wie machen wir die kaputt? Vielleicht wir die nicht angreifen? Ja. Okay, gucken wir uns mal weiter um. Gibt es da 100 Pro noch mehr unter Wasser? Hm, das ist ein Kürbis. Und noch mehr von diesen Viechern, die wir nicht besiegen können. Oder ich zumindest nicht weiß, wie. Aua! Jesus, sieht irgendwie aus wie Schimmel oder so. Wie, was ist das? Ja, komm, hopp. Mich so an. Ach, guck mal hier. Das ist sogar ein Level. Oh, Level 4 und 5 da lang. Krass. Das ist auf jeden Fall 5 Level. Und ich glaube, bei 4 und 5 bleibt es auch. Was, wenn diese Ghostwire denken, sie könnten euch helfen könnten, ist das ein tödlicher Auto. Hm. Geht's denn dahin? Und was ist das hier? Fehlt mir bestimmt eine Fähigkeit. Ich glaube, da fehlt mir eine Fähigkeit. Der wird dann auch diesen Peach hier rauskriegen. Hilfe, diese Tür schließt sich jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt. Au. Das ist genau das Problem, was wir haben. Ich bin am Verhungern. Was essen? Seiten? Ist ja auch so eine blöde Kamera. Wer da drin? Macht da blaues Licht. Tricks sind nichts als Schrott. Umreimt sich dieser Spott. Ja, genau. Hm, okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Level und besorgen uns die Fähigkeit. Es dürfte uns eigentlich weiterhelfen, würde ich behaupten. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wo lang. Also wie wir jetzt wieder zurückkommen. Das wird nicht. Wie sehen wir denn diese blöden unter Wasser fliegen? Tauchen wir schneller ab. Scheiße. Vielleicht lernen wir auch gleich noch was, um die zu bewegen. Hi. Ja, euch brauchen wir nicht. Sieht aus wie Schimmel. Okay, was kostest du? 33 haben wir. Ihr braucht 7 von uns Peaches, um diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr den? Was? Trauer Labyrinth-Sumpf freischalten? Labyrinth-Sumpf? Ich meine, ich mag keine Labyrinthe. Aber es ist kein Unterwasser-Level.
ist kein Unterwasserlevel. Das hat was, ja? Ich überlege gerade mit der Blasenfähigkeit.